Schönen guten Morgen, Freunde der Neuzugänge. Jo, ich dachte mir, ich zeige euch mal so, was ich November, Dezember und little bit Januar, der ist ja noch nicht so alt, an Bücher habe einziehen lassen bei mir. Ja, ihr seht schon, ne? Ich dachte mir, ich zeige euch das, dann habe ich die Sachen zusammengesucht. Guck dann so auf den Stapel und denk mir, ei, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viel ist. So, aber das sind ja auch ganz viele Wichtel- und Weihnachtsgeschenke bei und ein bisschen Geburtstagsgeschenke. Ne? Deswegen relativiert sich das Ganze ja wieder. So. Fangen wir an mit den Büchern, die ich euch schon ausführlich gezeigt habe, nämlich bei dem Überraschungspaket-Video. Da haben wir nämlich Agatha Christie. Und zwar, Poirot rechnet ab. Dann Mord im Pfarrhaus. Ein gefährlicher Gegner. Und ein grandioses Cover, Rotkäppchen und der böse Wolf. Ich bitte euch, ja. Also, das ist doch geil, oder? Und Mord nach Maß in dieser ganz besonderen Ausgabe. Ich freue mich wahnsinnig darüber und ganz herzlich Dank nochmal dafür. So, das sind die ersten gewesen. Die kommen direkt zu den Krimis. So, dann geht's weiter mit einem Kinderbuch. Auch das war in einem Überraschungspaket. Und ich rede von Alfons Zitter... Alfons Zitterbacke. Da verschlucke ich mich schon. Ich habe euch schon eine ausführliche Rezension dazu online gestellt, die ich irgendwo verlinken werde. Ne? Irgendwo oben seht ihr dann so ein kleines I und ja, und da kommt ihr dann zu dem Video. Ja, das war toll. Musste sein, weil ich brauchte unbedingt noch gegen Ende des Jahres ein Kinderbuch. Und ja, zu viel geschnabbelt. Genau, ich brauchte Ende des Jahres unbedingt noch ein Kinderbuch. Und dann lächelte mich der Alfonso an und sagte, guck, lies mich. Und habe ich gesagt, ja, ich lese dich jetzt. Ich meine, ja gut, hier lächelt er jetzt nicht drauf, aber so von der Atmosphäre her. War ein wundervolles Buch, richtig schön im Lausbuben-Stil, wie zum Beispiel Michel. Und ja, es hat mich auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig nostalgisch gemacht. Dankeschön. Dann geht es weiter mit, ja, es ist schon verrückt, wo überall Bücher sind. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das Buch euch schon gezeigt habe. Ich meine, ich hätte es halt eben im November geholt, Ende November, weil wir waren nämlich bei Dena, ne, und haben Katzenfutter gekauft. Also wollten ja eigentlich Katzenfutter kaufen, sind dann in der Abteilung gelandet für Weihnachtsdekoration. Da musste dann diese wunderschöne kleine, ja, was ist das eigentlich? Eine Kirche? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Haus, ein Hexenhäuschen. Ja, das ist sehr schön, ne? Da leuchten sogar die Fenster aber nicht stark, deswegen mache ich die jetzt gar nicht erst an. Sieht man eh nicht bei dem Licht. So, genau, auf jeden Fall stand dann da so ein Regal, ne, also so ein Regal halt als Deko-Regal. Und in dem Regal, was soll ich sagen, befanden sich Bücher. Überwiegend Nora Roberts. Ne? So, also Liebesromane, aber dann fiel mein Auge plupp auf Ein Pakt mit dem Teufel von Anne Perry.
Und wie ihr sehen könnt, hier oben an dem Lesezeichen habe ich es auch schon angefangen. Denn Anne Perry gehört zu den Krimi-Autorinnen, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Ja, und Mann. Also der Einstieg war schon sehr gut, aber sehr düster. Ja, sehr düster. Ui, 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 ui. Also das ist kein Wohlfühlkrimi. Das ist nichts, was ich mal eben so wegziehen kann, um mich irgendwie besser zu fühlen, was natürlich immer sehr interessant klingt, wenn man das in Zusammenhang mit Mord und Totschlag, aber egal. Sehr atmosphärisch, sehr düster und ja, war also, was soll ich sagen, ne? Also erstmal der Name sagte mir halt eben was, Anne Perry, und dann dieses Bild, England, der Titel, musste, ne? So, kommen wir zu Die Tochter der Hölle, Band 7 von John Sinclair Classics. Ist das ein geiles Cover? Also das Cover finde ich echt supi. Gucken wir mal. Da muss ich jetzt mal sagen, da finde ich das neue Cover besser als das alte. Das ist das alte. Und das ist das neue. So, dann Band 8, das Rätsel der gläsernen Särge. Ach so, an dieser Stelle, ja, ich mache das auch so. Ich gucke direkt nach dem alten Cover. Ja, warum sage ich euch das jetzt? Weil ich mich mit jemandem, beziehungsweise mir jemand die Frage gestellt hat, so, beziehungsweise erzählt hat, dass er, dass sie immer direkt nach dem alten Cover guckt. Und ja, ich mache das genauso. Ich muss sofort gucken, wie schaut das alte Cover aus. Gucken wir mal. Oh, ja, da muss ich auch sagen, das neue Cover gefällt mir besser. Ist aber nicht immer so. Zum Beispiel beim ersten Teil fand ich das alte Cover so genial. So, alte Cover. Neue Cover. Und dann Band 9. Der ist ganz frisch raus. Und zwar Dämonos. Der 9. Teil. Und auch hier gucken wir mal nach dem alten Cover, das jetzt hinten nicht drin ist. Warum nicht? Warum tust du das? Oh mein Gott. Ach so, es ist vorne. So, das ist das alte Cover. Und das neue. So, ja, auf jeden Fall, John Sinclair Classics. So. Und als ich glaube, auf der Suche nach dem, ich glaube, nach dem 8. Teil war, ich bin mir nicht sicher, kann auch der 7. Teil gewesen sein. Okay, also wir bei Globus, ab in die Zeitschriften-Ecke, um halt zu gucken, ob gibt John Sinclair Classic. Und ja, gab es, habe ich gefunden. Und was habe ich da noch gefunden? John Sinclair Weihnachtsspecial. Auch so viel zu der Frage. Ja, ich hatte es zufällig gesehen schon. Allerdings, also in der Unterhaltung, in der Mail ging es halt eben auch um, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, von wegen, hey, es gibt eine Special-Ausgabe von John Sinclair für, zu Weihnachten. Und mit Link dabei. Da habe ich den Link halt eben mir angeschaut. Ich bin aber der Meinung, dass da auf der Seite ein anderes abgebildet war als das, oder nicht? Ja, ne? Nun ja, auf jeden Fall musste mit, ja, dachte ich mir, guck mal, ein Weihnachtsbuchheft. Ich habe es allerdings noch nicht gelesen, da andere Bücher gelesen werden wollten. Aber so habe ich schon für dieses Jahr ein Weihnachtsbuch Heft. So, naja, auf jeden Fall, ich wollte halt eigentlich nach John Sinclair Classic gucken. Packte dann halt eben auch direkt noch das Weihnachtsspecial ein und neben diesem Zeitschriftenständer stand eine Bücherkruschkiste und ich sagte noch zu mir, nein, du guckst da nicht rein. Du guckst da überhaupt gar nicht erst rein. So, ne?
Aber das war dann so wie, denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Ah, ja, also meine Augen schweiften so über diese Geste. Und dort sah ich dann diese Frau. Und ich dachte, wer bist du? Ja, und deswegen nahm ich das Buch zur Hand. Und dort stand dann eine Zierde in ihrem Hause. Die Geschichte der Ottilie von Faber-Castell. Tja, dachte ich mir so. Faber-Castell, Stifte habe ich auch zu Hause. Dann drehte ich das Ganze um und las ein bisschen. Und dann stand da etwas von 1893. Alleinerbin der Bleistiftfabrik Faber. Und dann halt eben etwas weiter unten stand da die Geschichte einer berühmten Dynastie und einer ungewöhnlichen Frau, die gegen alle gesellschaftlichen Zwänge schließlich die Freiheit gewinnt, ihr eigenes Leben zu leben. Ja, das ist jetzt ein Roman, aber halt eben ein biografischer Roman. Also er basiert auf dem Leben von Ottilie Faber-Castell. Von Faber-Castell, Entschuldigung. Und ja, was soll ich sagen? Ne, klang so, als wenn ich es unbedingt mitnehmen müsste. Außerdem bin ich ja in so einer Biografiestimmung. Ne? Ich habe ja total Bock so auf Biografien. So, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, dann brauchte ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin. Und ich dachte mir, ich hole ein Geschenk von Bob. Ja, ne? So, also das ist jetzt mein Buch. Das ist mein Buch. Das ist nicht das, was ich verschenkt habe. Also, ne? So. Deswegen sind wir bei Thalia rein. Und Bob lag auch direkt am Eingang. Das war überhaupt gar nicht das Problem. Und ich wollte auch wirklich nur Bob kaufen. Ja? Aber kurz vor diesem Tisch war halt eben noch so ein anderer Tisch mit Angeboten. Und da sah ich dann diese beiden Bücher. Und dann mussten die schrien mich an, die sagten, wir brauchen ein neues Zuhause. Hier draußen ist das so kalt. Nimm uns mit, mach uns eine heiße Tafel Schokolade. Genau, eine heiße Tasse Schokolade. Eine Tasse heiße Schokolade, so rum. Ja, und dann, ich bin ja ein netter Mensch, ne, konnte ich nie Nein sagen. Genau, einmal Neil Gaiman, der Ozean am Ende der Straße. Ja, großartiger Schriftsteller, tolle Geschichten. Ich liebe seinen Schreibstil. Allerdings kann ich Neil Gaiman immer nur portionsweise lesen. Das heißt also, zwei Neil Gaiman hintereinander wären mir zu viel, einfach weil ich finde, dass er schon so eine melancholische Stimmung immer transportiert. Also die Geschichten sind irgendwie ein wenig schwermütig. Und wenn ich davon mehr lesen würde, ja, dann, nee, dann wäre ich sehr schwermütig. Und deswegen so, ne, immer nur ein Buch und dann muss ich wieder was anderes lesen. Ja, ich glaube, dazu brauche ich gar nicht viel sagen. Das ist ja auf BookTube rumgegeistert, als es ganz frisch war und so. Und naja, wie gesagt, ne, sagte, oh, komm hier, guck mal. Guck mich an, nimm mich mit. Und ja, und dann Zweistein oder das Brummen der Welt. Geschichten einer Katze von nicht geringem Verstand. So, und ja, verrückte Katzenfrau, was soll ich sagen? Eine Katze, die sich Gedanken macht über Dinge. Und es fühlt sich sehr schön an. Ja, sehr, sehr schön. Es ist ein haptisch sehr schönes Buch. So, ja, machen wir weiter. Also bis jetzt hatten wir Katzenfutter kaufen. Eigentlich. Dann hatten wir eigentlich nur gucken, ob es schon Sinclair Classics gibt. Und nun kommen wir zu, wir brauchen noch Geschenkpapier.
Deswegen sind wir bei Kik reingegangen, um zu gucken, ob da vielleicht doch wenigstens Geschenkpapier gibt. Und dann habe ich noch nach so Anhängern ge geschaut halt. Und in dieser Bastelecke lagen oben Bücher. Okay. Und also jetzt so von, ich weiß auch nicht, so von der Aufmachung her und so, glaube ich, das Buch ist noch nicht mal besonders gut, glaube ich. Also keine Ahnung, vielleicht ist es auch ganz toll. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es hat nur 1 € gekostet. Und es sind viele Bilder drin. Alleine dafür hat sich der Euro schon gelohnt. Und jetzt zeige ich euch auch, um was es geht. Bitte bedenkt, ich habe total Bock auf Biografien und nur deswegen habe ich dieses Buch eingepackt. Nur deswegen. Ich schenke mir jetzt den Namen. Also Colin kriege ich gerade noch hin, aber ja, eine Biografie. Tülü. Ne, ihr wisst, also nur weil ich habe ja so Bock auf Biografien und dann dachte ich mir, ja, oh, eine Biografie. Was soll ich sagen? Nicht so englisch. So, ja, dann geht's weiter. Machen wir weiter mit meinen Geburtstagsbüchern, die ich geschenkt bekommen habe. Ja, und da war dann der dritte Band von Agatha Risen bei Agatha Risen und die tote Gärtnerin. Ja, das war. Das war gut. Das war richtig gut. Und wie ihr sehen könnt, ja, das habe ich schon weggezogen. Aber auch dazu habe ich euch ja schon was erzählt in dem Video hier Buchgedanken. Ne? Ja, toll. Und dann, ja, ich muss lachen, weil auch da wieder wurde ich gefragt, ob ich denn schon von diesem Buch gehört hätte. So, und lustigerweise hatte ich halt eben wirklich dieses Buch Anfang Dezember zum Geburtstag bekommen. Also ja, ich habe von diesem Buch schon gehört. Und ja, und es war so, und ich dachte, ja, das möchte ich ausprobieren. Oh, unbedingt. Und zwar rede ich von Die Schatten von Edinburgh. Ja. Ein Krimi. Ein Fall für Fry, und McGrath. Das spielt in Schottland. Ein Krimi, der in Schottland spielt. Ja, natürlich war ich, ja, schon, ne? Also hier, ihr seht ja hier eine Pfeife. So, das Symbol von Sherlock Holmes. Ja, ebenso die Geige. Und nur die Melone ist halt Melone. Aber Melonen sind cool. Und deswegen, ich habe es noch nicht gelesen. Ja. Aber ich vermute, es geht so ein wenig in Richtung Jack the Ripper. Edinburgh, 1888, eine grausame Mordserie, zwei geniale Ermittler. Ich freue mich total drauf. So, und dann habe ich noch ein Kinderkrimi bekommen. Ja, das Buch habe ich gesehen auf Goodreads bei den Glimmerfeen. Und dann dachte ich mir, ein Kinderkrimi. Ich rede von Tabitha Crumb. Ich glaube, dass sie so heißt. Ich weiß es nicht genau. Und das hier ist Tabitha. Und das da ist ihr bester Freund, der kleine Mäuserich. Jetzt bin ich süß. Der ist süß. Der ist auch ganz süß gewesen in dem Roman. Genau, Pemberley heißt der. Pemberley, ja. Jetzt, Pemberley, das ist das Anwesen von Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil. Stolz und Vorurteil. So, wenn man langsam redet, dann klappt es auch. Ja, das Buch war nett. Also, ich habe es wirklich gerne gelesen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich es bekommen habe. Und ich habe es auch wirklich gern gelesen. Und es war wirklich schön. Also, ne? So.
Aber nein, erstmal noch zu, also die Geschichte, wir haben hier wirklich einen klassischen Krimi. Ne? So, wir befinden uns dann irgendwann auf einem Anwesen und dort geschehen merkwürdige Dinge. Dann verschwinden auch noch Personen und unsere gute Tabitha macht sich auf, zu erkunden, was denn da so vorgeht. Und das ist also wirklich diese ganz, ganz klassische Krimi. Ne? So, also wir haben einen begrenzten Ort, wir haben merkwürdige Dinge, die vor sich gehen, ein Verbrechen und jemand, ein Ermittler, der das Ganze aufklärt. Herrlich, ist ja genau meins, ne? Die Charaktere sind schön gezeichnet. Die Charaktere sind auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, sehr lebendig. Es gibt halt eben so ein paar Dinge, die ich sehr einfallsreich fand. Und mir gefällt halt eben auch so ein bisschen diese Schnitzeljagd, die dort vonstatten geht. Aber, ach so, ja genau, der Schreibstil war auch wirklich gut, ne? Also, aber es hat mich nicht gezogen. Jetzt nicht gezogen im Sinne von, es hat mich nicht berührt, nicht gefesselt. Ganz merkwürdig, weil, wie gesagt, also die Idee war gut, der Schreibstil war gut. Also auch daran liegt es nicht, dass es nicht gezogen hat. Ne? Also der Schreibstil ist sehr flüssig und man kann ihn gut lesen und also das zieht schon. Die Elemente, die verwendet werden, waren wirklich sehr gut ausgewählt und sehr gut umgesetzt. Ich mochte die Charaktere, aber es hat mich nicht. Es hat mich nicht, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Ich keine Ahnung, woran es genau liegt. Also, zum Beispiel, unsere gute Tabitha hat nicht ganz so nette Eltern. Und da untertreibe ich jetzt noch. Und es gibt halt eben so bestimmte Situationen und auch Gedanken oder Dinge, die sie sagt, die eigentlich sehr anrührend sind. Und da ich ja ein bekennendes Weichei bin und nicht nur am, sondern im Wasser gebaut, ja, also so mehr wie so ein Leuchtturm, der so ein bisschen draußen steht, waren das eigentlich teilweise Szenen, wo mir normalerweise dann doch die ein oder andere Träne runterläuft. Ja, ist so. War hier nicht der Fall. Es war, also, das war so, dass ich dachte, oh, ne? Und ich habe halt Mitgefühl gehabt, so, aber es hat mich nicht wirklich berührt. Und das lag halt eben, also tief berührt. Und das lag daran, dass, und das ist jetzt meine subjektive Meinung, also ich will auch der Autorin da nicht zu nahe treten oder irgendwas unterstellen. Für mich hat es sich halt eben so angefühlt, als wäre es kalkuliert. Also natürlich klar ist es meistens kalkuliert. Wenn man eine Geschichte schreibt, möchte man bestimmte Emotionen erzeugen. Wobei ich sagen muss, also ich jetzt aus meiner Erfahrung als Schriftstellerin, da ist es so, dass sich die Emotionen aus der Geschichte ergeben. Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, jetzt brauchst du noch eine Stelle, die besonders traurig ist oder die besonders lustig ist. Sondern das ergibt sich aus der Geschichte. Und plötzlich ist dort eine Szene, die halt einfach traurig ist. Oder plötzlich sind da Gedanken, die einen berühren. Aber das kommt, das entwickelt sich halt eben aus der Geschichte. Die Personen, also nicht nur die Protagonisten, sondern alle Personen fangen ja, wenn man schreibt, an zu leben und erzeugen halt eben dadurch ihre eigenen Emotionen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht behaupten, aber man kann das. Also man kann auch einfach ganz, ja, fast schon wissenschaftlich vorgehen.
und bestimmte Elemente nutzen, um bestimmte Gefühle zu erzeugen. Das geht. So. Patrick Süskind, das Parfüm. Ja. Gutes Beispiel dafür. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Egal, ich erzähle euch das eben trotzdem. Also Patrick Süskind ist bei dem Parfüm wirklich so vorgegangen, dass er im Grunde genommen wie sein Protagonist versucht, okay, das sollte ich jetzt nicht sagen, das ist ein Spoiler, okay, dann lasse ich es weg. Auf jeden Fall hat er bestimmte Elemente herausgegriffen und daraus dieses Buch geschaffen. Und es hat funktioniert. So. Genau, und das ist halt eben irgendwie mein Problem gewesen. Ich hatte das Gefühl, da wird jetzt halt eben extra auf die Tränendrüse gedrückt. Also da wird jetzt Traurigkeit oder Mitgefühl versucht, künstlich zu erzeugen. Wie gesagt, ich will der Autorin das überhaupt nicht unterstellen. Und es mag sein, dass ich da total falsch liege. Ich weiß ja selber nicht, was das war bei mir. Aber es so, ne? Das Buch ist wirklich gut. Also es gibt ein Element, das mich wirklich gestört hat. Ja, was mich wirklich gestört hat, wo ich dachte, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber ansonsten ist dieses Buch wirklich gut. Wirklich. Also bis auf dieses eine Element habe ich nichts dran auszusetzen. Aber der Funke ist nicht übergetreten. Ja, rübergekommen, ihr wisst schon. Machen wir mal weiter. Weihnachten. Weihnachten bekam ich von meiner besten Hälfte dann auch noch den dritten, Quatsch, den vierten Teil von Agatha Risen. Und wie ihr seht, ich bin den gerade am Lesen. Ja. Agatha Risen und die Pfote im Zelt. Ja, der fängt gut an. Der ist schon sehr, sehr, sehr gut angefangen. Ja. Und ich befürchte, ja. Also, ich habe da jemanden in Verdacht. Aber ich mag diesen jemand total. Das finde ich jetzt echt nicht gut, wenn diese Person der Täter ist. So, auf jeden Fall, da, ja, musste sein, ne? So, dann eine ganz kurze, kuriose Geschichte. Kurz ist gut bei mir, ne? Aber ich bemühe mich, kurz zu halten. Also, wie ihr wisst, versuche ich jedes Jahr einen Liebesroman zu lesen, denn Liebesromane sind nicht so meins. Das ist nicht mein Genre. Und trotzdem habe ich halt eben so diese Ambination, das ist auch schön. Ambination. Wie kam es denn jetzt dazu? Man weiß es nicht. Ich habe die Ambition, einen Liebesroman zu entdecken, der mir gefällt. Ne? So, also wo ich wirklich sagen kann, Mann, das war mal ein Liebesroman, der mir echt gefallen hat. Bis jetzt waren so die Liebesromane, die ich gelesen habe, okay. Also mehr oder weniger. So, und das hat mich aber bis jetzt noch echt nicht irgendwie erwischt. So, ne? Und am 24. Dezember schaute ich so über meine Bücher und dachte noch bei mir, hey, für 2018 brauchst du noch einen Liebesroman, weil du möchtest ja auch dann wieder einen Liebesroman ausprobieren. Und da war ich dann noch so ein bisschen so, wo kriege ich den her? Wie finde ich einen guten Liebesroman? Ja, man weiß ja, wie schwer das ist, ne? So ein Buch zu finden. Und dann war 24. Abend und dann warteten unter dem Tannenbaum Geschenke. Auch Geschenke von einer sehr lieben Freundin. Und dann packe ich das aus. Und was ist das? Herz über Kopf, ein Liebesroman. Und ich dachte, nee, das kann jetzt echt nicht sein, oder? Da denke ich noch nachmittags drüber nach, ey, du bräuchst noch einen Liebesroman.
Und dann packe ich ihn aus. Das war so cool. Ich habe so gelacht, ne? Weil ich dachte, kann jetzt echt nicht wahr sein. Auf jeden Fall habe ich schon mein Liebesroman für dieses Jahr. Und ich muss sagen, dass dieses Buch sich unglaublich gut anfühlt. Ja, also das ist wieder so ein haptischer Knüller. Für mich jedenfalls. Denn der Einband ist so, der ist eigentlich Pappe. Also es fühlt sich an wie so Pappe oder wie sehr festes Papier, so Naturpapier. Und die Schrift und auch die Bilder sind halt eben so ein bisschen dicker gedruckt. Man kann die halt eben fühlen. Also haptisch ist das ein Knaller. Wirklich gefällt mir schon mal sehr gut. Und ja, wie es mir gefallen wird, das werde ich euch dann erzählen. Ne? So. Gucken wir mal. Vielleicht im Frühling. Wir gucken. So, machen wir mal weiter. Dann habe ich noch ein Buch ausgepackt. Und zwar von meiner Schwägerin und meinem Bruder. Und ja, ich hibbel hier so rum, weil ich mich jedes Mal total freue. Denn die wohnen an der Nordsee. Ja, die wo wohnen im Norden. Und ich habe schon einen Ostfriesen-Krimi von ihr bekommen. So, einen Ostfriesen-Krimi von ihr bekommen. Und letztes Jahr habe ich auch ein ganz besonderes, also sie hat wirklich ein Händchen für ganz besondere Bücher. Und deswegen freue ich mich immer so wahnsinnig. Also letztes Jahr zum Beispiel war dabei Tee, Punsch und Meer. Die schönsten Getränke des Nordens. Und das finde ich, ich liebe sowas. Ja, weil ich finde das total spannend. Das ist halt eben so, ja, das ist ein bisschen Tradition, ein bisschen Kultur, ein bisschen was Neues entdecken. Und das Schöne ist, obwohl es halt eben das eigene Land ist, also ich finde das ja auch spannend, andere Länder zu entdecken, aber obwohl es das eigene Land ist, gibt es da solche großen Unterschiede und so viele Eigenheiten. Und das finde ich so toll. Also das fand ich schon, da habe ich habe mich ja so bolle gefreut drüber, ne? So, und dieses Mal habe ich einen Kriminalroman bekommen, und zwar Küstenhaie. Und dieses Buch, glaube ich, ist schon etwas Besonderes, denn ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber es ist im Ostfriesland Verlag erschienen und hier hinten steht drauf, ein Taschenbuch aus der Edition Ostfriesland Magazin. So, das bedeutet, ich glaube, dass dieser Verlag oder dieses Buch halt nicht nur einfach ein Krimi ist, sondern halt auch so ein bisschen ja, Werbung macht, im Grunde genommen, für Ostfriesland. Hinten in dem Buch, das ist nämlich auch ganz süß. Da ist Werbung mit drin. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich hoffe, dass das okay ist. Da ist so Werbung drin. So für zum Beispiel hier Puppencafé in Karolinensiel. Da war ich übrigens, aber ich war nicht in dem Puppencafé. Oder hier gibt es halt eben ein, ja, auch ein Teeladen. Werbung für einen Teeladen. Also deswegen glaube ich, dass das sehr viel. Also, dass das halt eben nicht nur ein ganz normaler Roman, ein ganz normaler Krimi ist, sondern dass hier auch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen Werbung für Ostfriesland gemacht wird. Und ja, ich freue mich. Ne? Habe ich mich auch wahnsinnig gefreut. So, kommen wir zu den letzten drei Büchern. Ist auch schon, ja. Aber es war auch viel, Leute, war auch viel. Ich wollte eigentlich ganz brav sein und so. Und ihr seht ja, ich habe ja auch im Dezember und November noch ein paar Bücher gekriegt und so. Ja, und wir wollten eigentlich nur, ja, ich mache übrigens für Lebensmittelläden Werbung, deswegen erwähne ich die immer.
Ah ja, Mann, gibt doch überall irgendwelche Läden, in denen Bücher rumsteht. Also jetzt, oder? So, bei uns war es jetzt Norma. Wir sind bei Norma rein, weil wir danach was für eigentlich fürs Auto gucken wollten. So, und dann fing es schon damit an, dass mich in so einem Aufsteller Landedition angrinste. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe total auf diese Hefte. Die sind so schön, aber die sind im regulären Verkauf halt sauteuer. Ja, und das ist jetzt ein Mängelexemplar und deswegen gab es das billiger. Und ja, da geht es um hausgemacht, um Einmachen. Es geht um Marmelade und eingelegte Gurken und so weiter und so fort. Und ich stehe ja auch so an. Ja. Ich habe eine Zeit lang habe ich zum Beispiel, Mann, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, jedes Jahr Chutney gemacht, Zwiebelchutney und verschenkt. Ja, auf jeden Fall musste mit. Ich bin auch auf der Suche, ob ich noch so eins finde für meine Nichte. Gucken wir mal. Vielleicht entdecke ich ja noch in irgendeinem anderen Laden. Diese. So, naja, und dann gab es da halt eben eine Bücherkiste. Was soll ich sagen? Da gab es eine Bücherkiste. Zwei Bücherkisten gab es da. Und ich wollte nur mal gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Ja. Und ich war auch ganz tapfer. Und meine bessere Hälfte sagte dann: Hast du hier schon geguckt? Ich so: Nein, ich gucke hier nur so. Und dann sagt er: Guck, was ich gefunden habe. Sag ich, ja, was hast du denn gefunden? Sagt er, guck, N. Granger. Hast du den schon? Nein, den hatte ich noch nicht. Und zwar Mord mit spitzer Feder, ein Fall für Jessica Campbell. Den hatte ich noch nicht. Ah, hatte ich noch nicht. Und da musste ich ihn, jetzt ging nicht anders. Ich musste ihn mitnehmen, weil ich ging nicht. Musste sein. So, ja. Weil ich auch irgendwie voll das Bedürfnis habe, irgendwie wieder ein N. Granger zu lesen. Also das war so, so gesehen und ja, ich muss den sofort lesen. Aber erst Agatha Reisen zu Ende lesen. Ja, und dann. Ich habe den ersten Teil noch nicht durch, ich weiß. Aber bis jetzt gefällt er mir ja sehr gut. Und der zweite Teil. Der erste Teil, die Seelen der Nacht, der Seelen. Aha. Der erste Teil, die Seelen der Nacht. Und der zweite Teil ist das Buch der Nacht. So, ja. Ne? Dachte ich mir, hey, den ersten Teil hast du zwar noch nicht durch, aber bis jetzt gefällt dir der sehr gut. Und der Preis war unschlagbar. Und dann dachte ich mir, ja, komm, dann nimmst du den zweiten damit. Ja. Das war's. Ja. War ja jetzt gar nicht so viel. Genau. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So, ja. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen oben da. Oder wenn ihr neu seid, abonniert mich. Ja, oder auch nicht, ist euch überlassen. So, auf jeden Fall, wenn jemand, irgendwer hier von euch, ne, ein Buch wiedererkannt hat, was er schon kennt oder so, dann sagt mir doch mal, wie hat es denn euch gefallen? Oder vielleicht nicht? Ich will mich ja nicht beeinflussen lassen. Hey? Doch, kommt. Könnt ihr ruhig machen. Erzählt mir mal, wie ihr so das eine oder andere gefunden habt. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.